Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, wie geht's, wie steht's, alles gut bei euch? Willkommen zu einer neuen Folge Conqueror's Blade. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben es auch schon wieder Freitag, also auch schon mal wieder kurz vorm Wochenende alles. Ja, was erwartet dich oder euch heute in der Folge? Was machen wir heute? Wir zocken zwei Belagerungsschlachten und craften eine legendäre Waffe. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Wir haben jetzt schon ganz schön viel Sachen erreicht. Schaut mal hier, neues Outfit habe ich geschenkt bekommen jetzt durch die ganzen Belohnungen, die man so bekommt beim Einloggen. Da ist jetzt der Anzug für mich rausgesprungen. Sieht nicht mehr so schlecht aus. Der Lederanzug gefällt mir aber eigentlich auch, ne? Es ist nur jetzt optisch, sieht es ein bisschen anders aus. Ansonsten haben wir jetzt hier nochmal Reittiergeschichten, aber die sind alle viel zu schlecht, die brauchen wir nicht. Dafür haben wir nämlich hier den Gunstladen auch schon voll gespendet. Wir können das wieder ab der Woche danach können wir dann quasi hier was spenden in der Sattlerei. Kann man hier das Militärdings? Da fehlen uns aber zu viel, siehst du? Goldstaub brauchen wir ganz viel. Ja, was machen wir heute? Was machen wir heute mit Pausmall? Ich würde sagen, Units leveln auf jeden Fall, ne? Guck mal hier, wir haben jetzt, die Kollegen sind schon auf 22, ziemlich weit. Die hatten wir ja schon fertig. Die können wir eigentlich mal ein bisschen aufpushen hier mit ihren 6000. Ja, bitte. So. Dann haben wir hier die Kaiserlicht. Na, wo, das können wir noch, obwohl doch, machen wir. Ist besser. Das ist ganz gut. Und dann haben wir hier... Oh, die haben Level abbekommen. Krass, wie viel denn? Dann gucken wir gleich mal rein. Erstmal einen Nachschub machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie weit sind sie geklettert? Zeig mal. Oh, mein Level. Nicht schlecht. Was hatten wir hier? Wir wollten jetzt den Weg hier gehen, ne? Stiller Vorstoß erhöht die Anzahl an Feinden, die jeder Soldat mit einem Hieb angreifen kann. Das ist gut. Aber machen wir hier voll. Hier haben sie dann erhöht alle Arten der Verteidigung. Vielleicht spielen wir die doch defensiv, weil die eigentlich zu meiner Defensivaufstellung gehören. Ich wollte euch noch meine Aufstellung mal zeigen, meine neue Strategie. Also, das ist mein Verteidigen, meine Verteidigungsarmee. Einmal hier mit den Palastwachen, die defensiv ziemlich stark sind. Dann hast du einmal hier die Pikeniere der Kaiserwache. Vielleicht solltest du doch auf defensiv gehen. Und vielleicht kann man die aber auch offensiv spielen. Dann haben wir einmal hier die Wache der Präfektur. Und meine Lieblinge. Ah, die sagen gerade gar nichts, schade. Und offensiv, warte. Hauptstrategie, nee. Abbrechen, raus hier. Ich möchte hier weg. Och, Leute. Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Mann. Und Bob ist meine Angriffsstrategie. Einmal die Pikeniere der Präfektur, dann meine Speerwerfer und einmal die Kolosse. Man kann die Units ja nicht zweimal haben. Man könnte sie höchstens mal nur umskillen, aber das wäre ja auf Dauer zu kostenintensiv. Dementsprechend, dann machen wir das einfach so in dem Wechsel. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einer Belagerungsschlacht bei 100%. Wir können mal kurz prüfen. Haben wir eine Arschkarte, was Dings angeht. Petschlacht, das dauert zu lange. 34 Minuten. Siehst du? Dann machen wir doch einfach eine Belagerungsschlacht. Bitteschön, 48 Sekunden, dann geht's los. So, seht ihr? Relativ schnell in 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0, starte das Game. So. Wieder die klassische Belagerungsschlacht. Ich glaube, das war Schloss Kuratz. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Ich meine, Kurak. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. War es das? Ja. Wir greifen auf jeden Fall an. Ich habe meine Angreiferstrategie genommen, also sprich die Elite-Pikeniere der Präfektur und unsere Kolosse und natürlich unsere kaiserlichen Speerwerfer. Das ist quasi mein Angriffstrupp. Wenn wir dann vielleicht mal irgendwann mal noch vielleicht ein bisschen mehr Einfluss bekommen auf die Rüstung, könnte man theoretisch noch einen billigen Trupp mitnehmen zum Anfang. Einfach nur damit wir nicht sinnlos irgendwie Units verlieren. Ihr stellt euch mal hier ab. Und der Idiot hat schon mal allerdings verballert. Auch gut. Wir treffen zum Glück nicht. Die reiten heraus und nerven uns gerade vor der Kanne. So, Pferdchen, weg hier. Wo sind unsere Units? Die kommen gerade angeritten. Das ist nicht gut. Angelaufen. Los, rauf da.
Sehr gut, mach die platt. Los. Sehr gut. Macht sie platt. Sehr los, komm, macht sie einfach platt. Los, sehr gut. Ach scheiße, da hab ich das Pferd gerade geblockt. Okay, wir sind alle tot. Die wurden leider blöderweise vorhin schon abgeschossen, ne? Also meine Pikiniere. Das Tor ist vorne offen. Warum ist es so einladen? Dürfen wir einfach schon rein? Tower sind auch schon oben. Und da kommt was ganz Dickes gerade angelaufen. Die kommen jetzt mit. Von wo? Ah, hier, er hier. Was hast du davon, du Penner? Nimm das, Alter. Sehr gut. Los, macht die Platz. Schnell, Jungs. Ja, los. Nein. Ach, Mist. Ist alle. Haben es ja noch geschafft, wegzukommen. Dafür haben wir jetzt hier gleich einen Punkt. Sehr gut. Das haben wir das Ding eingenommen. Flagge A gehört uns. Scheiß Fernkämpfer. Vor allem mit so einem blöden Bogen, so möchte ich gern Robin Hood. Also was armseligeres kann man nicht spielen, ehrlich gesagt. Wir brauchen viel zu lange. Wir lassen uns hier so sehr. Wir haben wieder zu viele Fernkämpfer. Das kann nicht gut gehen. Jetzt bin ich tot. Wir nehmen jetzt ganz entspannt B ein. Der Kollege macht es schon, ein Kollege schon oben. Na los! Attack at will! We serve the Emperor! Attack! Okay, jetzt kommen ganz viele, das können wir nicht alleine schaffen. Nein. Das ist eine Überlagerungsschlacht, die haben wir wieder verkackt. Da brauche ich also gar nicht mehr weitermachen, das ist vorbei. Das ist so passiert manchmal. Und verkackt. War ja aber auch klar bei den ganzen Noobs, die jetzt gerade hier mit drin waren. Ja. Ich sollte mich nicht über andere Spieler lustig machen, aber die, keine Ahnung, was die Leute teilweise Leute spielen, was sie da irgendwie denken. Tut mir leid, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, haben wir ein bisschen XP bekommen. Nur hier ein bisschen die Kolosse haben was bekommen. Die Präfektur ist ja auch schon durch mit dem Leveln. Okay, mit der Niederlage sollten wir auf jeden Fall nicht aufhören, wie ich finde. Komm, wir haben jetzt eine Fahrt des Glaubens und nochmal hier was. Was haben wir denn? Wow. What? Cool. 1000. Sehr schön. Wie sieht's denn aus eigentlich mit XP? Wie viel haben wir eigentlich? Der Einheitenbaum? Können wir noch ein bisschen was basteln? 7300 noch weiter. Ich glaube, wir brauchen aber jetzt, um die Kaiserlichen weiter zu pimpen, brauchen wir jetzt immer 10.000 pro Fähigkeiten. Ne, die können wir auch schon boosten. Sehr schön. Erforschen. Ja, kaiserlichen Speerwerfer werden immer stärker und stärker. Und dann haben wir irgendwann noch hier den Hakenwurfspeer freigespielt. Sehr gut. Ist das eine Fähigkeit oder was ist das hier? Jedes Level erhöht die Chance von kaiserlichen Speerwerfern, feindliche Paraden zu durchbrechen um 20% ihres Basiswerts. Okay, das ist nicht schlecht. Ein guter Ultimate oder ein guter passiver Eigenschaft. Ja. Das war jetzt gerade eine richtig beschissene Schlacht. Hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Gar nicht.
Nee, gut, dann komm, stürzen uns in die nächste Belagerungsschlacht rein. Und sammeln noch ein bisschen XP, bevor das passiert. Nicht vergessen, immer hier eure Bonuskarten zu benutzen, ne, um XP zu sammeln für eure Units. Beziehungsweise für euren Helden, wenn ihr noch nicht so weit seid mit eurem Charakter. Mhm. Na mach doch deinen Scheiß! Tja, wir mussten jetzt nicht lange warten. Wieder mal nur eine Minute oder so. Geht los! So, wir zocken Broche Stray. Wir müssen verteidigen. Dementsprechend habe ich meine vier Units. Genau, einmal die. Ja, genau die. Ich liebe die. So coole Charaktere. Dann haben wir einmal noch die Wächter der Blablabla, habe ich jetzt vergessen. Und, oder man kann, ja genau, man kann es ja hier gucken. Ja, Wache der Präfektur, dann haben wir unsere Kaiserwachen und dann unsere Palastwachen. Also wir wachen über alles. Nur nicht über uns selbst. So, dann lassen wir die einfach mal hier gleich stehen. Die sind einfach nur ein bisschen hier so. Ach, hat er mich. Oh, schön reingecharged, die Jungs verwarten das. Echt gut reingecharged. Na los, mach die mal platt. Okay. Schön weiter verteidigen. Einmal hinfallen. Bleib schön liegen. Ja, wieder zu früh eingesetzt, ne? Ein bisschen zu früh, aber. Schön liegen bleiben, mein Freund. Also wir müssen noch. Oh, ich wurde weggeballert. Scheiße. Sergeants mit Wurfspeer haben mich aber erledigt. Also ich finde ja, B zu verteidigen macht keinen Sinn hier in der Map, weil du von überall angegriffen werden kannst. Deswegen bleiben wir schon hier oben und verstecken den Hauptpunkt. Können sich die da vorne jetzt ein bisschen, sag ich mal, auf den Sack gehen? Wir stellen uns mal hier hin. Nein, das ist zu sehr an der Line. Komm hier. So, ich hoffe, man trifft euch damit nicht. Sehr gut. Und jetzt können wir noch die. Achso, das ist der Charge Move, der Laufgang. Sehr gut. Kommen die jetzt von hier hinten hoch? Können sie hier hochkommen? Ja, können sie. Sehr gut. Ist er. Ja, los, mach sie platt. Sehr gut, ihr macht das gut, ihr drängt sie gut zurück. Zwar nur minimal, aber es ist okay, besser als gar nichts. Und ich finde ja. Oh Gott. Weg, 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 weg. Ihr habt einen guten Job geliefert, aber. Ne, sie sind noch da. Wenn das hier eingekesselt, ich muss hier weg. Okay, wir haben keine Einheit mehr. Wir haben nur unsere Palastwachen. Und 6 Minuten sind noch. Die marschieren gut durch hier. Leider. Ah, hat er schön noch schön gestetzt. Ich wollte ihn gerade mit einem Ultimate erwischen, aber er hat es mir abgenommen. Dankeschön. So, komm, wir gehen schon unsere Palastwachen holen, bevor das hier gleich wieder vorbei ist alles. Das dauert immer ein bisschen, bis wir da sind. Follow me!
Yes, Commander! Get going! So, ich glaube, die erste Welle haben wir abgewehrt. Oh krass, da wurde jetzt gerade richtig schön reingebombt. Da hinten, ne? Vergiss es, Kollege. Oh, was? Welcher Spast hat mich abgeschossen? Ein eigener Mann! Och, ist das bescheuert, Alter. Mein eigener Mann hat mich gerade abgebombt. Vollidiot. Denn so blöd kann keiner sein! Aber wenn ich nochmal wieder weggeschossen werde. Geh mal hier hin. So, wo sind sie? Oha. Los, stell dich mal auf. Sehr gut. Kill bekommen. Fass ist tot. Das war hier eine eigene Kanone von unseren Kollegen, habe ich das Gefühl hier so. Komm, Alter. Ja, da. Sehr gut. Nochmal den nächsten Kill abgekriegt. Und ich habe nur noch 3 oder 4 Palastwachen. Das wird nichts mehr. Wir müssen echt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht unnötig drauf gehen, denn wir können nichts mehr wirklich machen, unserem Helden. Jetzt kommen sie nochmal. Sehr gut. Okay. Okay, warum fällt er nicht um? Komisch. Das Schild hat mir geworfen, ne? Müssen wir hier direkt. Sehr gut. So, 1:40 noch. Wir können uns gerade nicht hochheilen. Wir sind kurz vorm Sterben. Müssen aber aufpassen, dass wir nicht unnötig so viel Schaden jetzt bekommen. Können wir uns heilen? Ja, wir können uns wunderbar hochheilen. Oh, oh. Nein, kriegt er nicht. Ich werde von irgendwas beschossen die ganze Zeit. Ich bin gleich tot, das ist auch nicht gut. Okay, sie haben es geschafft. Wieder nichts gebracht, wieder nichts gebracht, wieder nichts gebracht. Zweimal verkackt heute. Dafür kriegen wir hier ein paar Belohnungen, glaube ich, raus. Hier gibt es irgendwas, Aufgabe. Oh, schön. Oh, schön. Oh, das ist aber nett. Haben wir hier bekommen? Ach, hier. Nichts weiter. Da leuchtet immer noch auf. Was hast du denn für uns? Was habe ich übersehen? Irgendwas frei? Ist hier nichts. Da, da, hier ist es. Eine Truhe und da haben wir nochmal ein bisschen... Oh, was? Keinen Silberstaub behalten? Schade, Marmelade. F4 ist nichts passiert. Ist nicht viel los. Hm. Ja, Leute. Dann kann man nachher ein bisschen hier noch die Mandoline aktivieren. Das kriegen wir ja Schönes von denen. Nochmal diese komischen Kisten. Aber das... Oh. Habt ihr gesehen? Oh, wir bekommen das, was wir brauchen. Sehr gut. Wir können zum Abschluss noch eine Waffe craften. Ist das nicht schön? Das Spiel hat Mitleid mit uns. Ist das nicht toll? Streitaxt. Komm, machen wir hin hier. Eine können wir basteln. Wenn wir das machen, brauchen wir doppelt an...
Nicht genügend Material, was brauche ich? Wieso? Ich habe doch 30. Versteht es nicht. Muss ich die mit Silber kaufen, damit das... Achso, die machen einen Unterschied zwischen denen, ja? Oh. Gibt einmal die für Silber und einmal die, die du mit Silber kaufen kannst. Dann musst du dir bestimmt aus dem Auktionshaus holen. Ob du bessere Waffen kriegst, weiß ich nicht. Oh, wir haben eine epische bekommen, eine legendäre. Alter, die ist ja krank. Einzige, was wir haben, ist minus 250 auf Rüstungsschaden. Und dafür hat die so viele passive Werte. Geschicklichkeit, also die passiven Werte, 3 Stück. Ich glaube, die Waffe ist ganz klar besser, weil die einfach auch noch richtige Werte direkt mitgibt. So, meine Kamera ist, glaube ich, auch ein bisschen im Weg. Ich mache die mal kurz weg. Wo ist denn jetzt die Axt hin? Da oben. So, ich zeige euch die mal kurz nochmal. Meine Kamera ist jetzt ziemlich weg. Warte. So. Also. Ihr könnt die sehen. Sie gibt Passivwerte gleich mit. Die andere hat aber diese Bonuswerte auf die 3 Punkte oben. Dafür kriegen wir 300 auf Rüstungsschaden. Dafür kriegen wir aber einmal 23 zu kritischen Wert, 16 auf Geschicklichkeit und 9 auf Stärke. Stumpfer Schaden und so, sonst hat es besser. Ich würde sagen, die ist einfach mal geil. Geil, 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 ne? Die dagegen ist, gibt nur das wieder. Die gibt auch nur 2 Werte wieder. Guck mal. 2 Sachen. Die anderen, nee, die andere ist einfach besser. Da gibt es keine 2 Meinungen. Oder wie seht ihr das? Wie gesagt, lasst mich das in den Kommentaren wissen, ne? Hoffen wir mal, dass wir, ja, noch mehr geilere Sachen bekommen für ihn. Schade, dass der Skin halt nicht an, das ist aber halt der Folterer, ne? Der Folterer sieht halt nicht besser aus, aber man kann die Skins ja irgendwie frei kaufen, beziehungsweise eventuell auch freispielen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ich will ja, wie gesagt, kein Geld dafür ausgeben, weil das Spiel ja eigentlich so grundsätzlich kostenlos ist, ne? Und das will ich auch weiterhin so genießen. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, man kann ohne Geld hier nicht weiterkommen. Das ist Quatsch, ne? Also man kann auch ohne Geld ziemlich weit kommen. Und wenn du auch in Häusern bist, etc., kannst du viel Spaß haben, kannst du viele Territorialschlachten machen. Das ist eigentlich dafür, dass es kostenlos ist, hast du echt viel geile Sachen, ne? Gut, das war mein Schlusswort für die Folge. Ja, macht's gut dann, ne? Bis dann, euer Damir, aka Bärenquarte. Adio, ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir aka Bärenquarte. Adio, ciao, ciao.